So Leute, weiter geht's bei Final Fantasy 6. Wir versuchen nochmal gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ich glaube, ich kenne sein Geheimnis. Er ruft einen Engel. Okay. Ich werde mal, weil er sich dauernd heilt, ich werde mal Reflekt auf ihn zaubern. So, und du machst sofort Vikra auf dich. Herzloser Engel. Wie Sephiroth bei Kingdom Hearts kann er das. Ja, ja, so ist. So. Wenn er sich jetzt nämlich heilt, geht's auf mich zurück. Vielleicht ist das sein großes Geheimnis. Ich weiß es nicht. Probieren wir es. Heilung. Weil auch dieser Drache scheint mir etwas stark zu sein. Jetzt kommt der Heiligenstrahl. Aber er sollte mich nicht töten jetzt. Weil so stark war der ja nicht. Hä? Hallo? Mann, Mann, Mann. Yay, yay. Jetzt heilt er sich wieder, aber es geht auf mich zurück. Und gleich wieder der herzlose Engel. Kack die Wand an, ey. So, jetzt bin ich an der Reihe. Heilung, ganz wichtig hier, ganz wichtig. So. Er heilt sich... Nein, ich bin dran, okay. Dann werde ich mal vorsichtshalber nochmal Reflekt auf ihn zaubern. Göttlicher Zorn. Okay. Das gleiche nochmal. Thanks. Ja, jetzt ist nämlich Vikra wieder weg. Aber ich habe schon Vorkehrungen getroffen. Oh nein. Ich habe schon Vorkehrungen getroffen. Reflekt ist schon am Sprechen. Yeah. Und weiter geht's. Vikra. Viagra. Danke. Ich bin an der Reihe. Und ich bin gleich nochmal an der Reihe. Naja, das mit dem Verlangsamen hat ja nicht geklappt. So, jetzt werde ich mal Ultima einsetzen. Danke. Und noch einmal Vollheilung. So. Gut, ich denke, das habe ich jetzt soweit im Griff. Und jetzt noch ein bisschen draufhauen und dann müsste es gewesen sein. Heiligenstrahl. Wow, 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 wow. Sanctus. Das könnte gefährlich werden. Oh ja. Und nochmal Heiligenstrahl. Was zur Hölle? Wie oft kommt der dran? Ja, jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, was es ihm wegnimmt. Sein Leben. Sein verschissenes Leben. Yes. Ja, war es also doch richtig mit Reflekt. Weil er hat sich dauernd geheilt und ich habe mich immer gefragt, warum. Beziehungsweise jetzt gerade. Zanmato erhalten. Oh, das dürfte für Xian sein. Der Weidrache ist niedergestreckt. Oh. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon kaputt gemacht? 5? Oder 6? Ich weiß es, oder ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 6 oder 7? Ich weiß es jetzt gar wirklich nicht. Okay, zwei neue Wege haben sich eröffnet. Yeah. Wie komme ich jetzt am besten dahin? Wie komme ich jetzt am besten dorthin? Also, Reflekt auf den Drachen zaubern, damit er sich nicht heilen kann die ganze Zeit. Und dann ist... Ach, Wehrdrache. Ich habe gerade Weidrache gelesen, habe ich gedacht. What? Was ist denn das für ein Bastard? Wie viel AP hat der denn? Was gibt's hier? Magusrobbe. Magusrobbe. Das ist für dich. Nehme ich mal an. Ja, das ist für dich, aber das ist scheiße. Scheißendreck. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich denn als nächstes hin muss. Was ist denn hier in der Mitte, bitteschön? Der schon wieder.
Hey, die sind alle verwirrt. Ich kotz gleich. Mann. Ich hasse es, Alter. Ich hasse es sowas von. So, weg da. Was ist hier? Gar nichts. Nö, auf dich habe ich jetzt keine Lust. So. Ja, jetzt ist wieder das Problem. Wo jetzt hin? Ich denke, ich werde einfach wieder zurückgehen. Weil, wie gesagt, es haben sich jetzt einige Wege geöffnet, die ja vorhin geschlossen waren. Und eventuell kann man jetzt, wenn man da wieder zurückgeht, diese Wege nutzen. Allerdings müssen dann alle drei Gruppen wieder zurück. Hm. Weil mit Terra bin ich ja jetzt hier bei dem Stein. So. Sie ist hier unten. Das heißt, ich werde mit ihr irgendwie versuchen, da rüber zu kommen wieder. Na komm, verrecke. Fragt sich nur wie. Wo geht's da lang? Bam, 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 bam. Und ein Safe Point. Achso, das hat sich ja auch geöffnet, der Weg. Stimmt, 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 stimmt. Das hat sich ja auch geöffnet. Ja, aber da ist schon wieder Sense. Also ist das auch der falsche Weg. Na, nerv doch nicht, du Drecksvieh. Ah. Also Leute, ich muss echt sagen, dieser Dungeon ist sowas von Hammer. Er ist schwer wie die Sau. Die Gegner, die sind einfach nur behindert. Auf Level 99 möchte ich nochmal, beziehungsweise hier Sales und Locke, aber ich meine Terra und die anderen. Das will ich nochmal betonen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Hä? Bam, 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 bam. So, gehen wir mal hier rüber. Bam, bam, na, 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 verrecke. So. Da geht's nicht weiter. Ich denke, ich muss wieder da nach oben. Ich werde meine Gruppen jetzt mal sammeln. Also, ich muss ja irgendwie wieder einen Weg zurückfinden. Bis gleich. So, Leute. Meine Gruppen haben sich wieder gefunden. Ja, jetzt ist... Jetzt ist die Frage, wo ist die nächste Tür, wo wir rein müssen? Oh, die Gegner, die nerven einen sowas von, ey. Mann, Mann, Mann. Jetzt ist die Frage, wo ist die nächste Tür? Ich denke, dass eine Türe hier oben war. Bla, 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 bla. Nee, da ist der Safe Point. Ja gut, speichern können wir auch mal. Mal ein Zelt benutzen. So, und dann muss eine andere Gruppe nach oben. Na, 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 na. Na komm, los, 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 los. Go, go, go. Schwache Gegner, die verdienen keinen Kampf. So, weg damit. So, dann gehen wir nach hier oben und aktivieren diese Brücke. So, jetzt kann ich wieder nach unten. Sehr schön. Was will der? Keine Ahnung, Erzengel? So. So. Und zwar, ich bin der Meinung... Ja, schön für euch. Mein Gott. Und zwar, ich bin der Meinung, dass hier hinten ein Gang war. Das auch mit dem Weihsiegel blockiert war. Gehen wir einfach mal gucken. Bam, bam, bam. Nehmt das, ihr scheiß Kinder. Genau, hier. Auf dem Grabstein sind die Buchstaben Share eingraviert. Okay. Was ist hier? Auf dem Grabstein Buchstaben Drack. Hände. Ers. Und ein Drache. Komische Buchstaben und ein Drache. Schön.
Ich weiß nicht, wie viel der Drache das ist, aber wir sehen uns das nächste Mal Let's Play Final Fantasy 6 wieder, wenn wir diesen Drachen das Gehirn herausreißen. Bis zum nächsten Mal, euer Lucifer.